So, ihr kleinen Kuschelmäuschen, bevor es hier mit dem eigentlichen Video losgeht, möchte ich nur eine ganz klitzekleine, mini-fixe Erinnerung an den 100-Stunden-Stream an den Anfang hauen. Die ganze Geschichte findet am 26.12.2019 um 16 Uhr auf twitch.tv/musician statt. Das bedeutet, es ist nur auf Twitch, nicht auf YouTube, nicht sonst irgendwo. Twitch ist kostenlos, weil das werde ich auch immer gefragt. Ihr glaubt nicht, wie oft ich gefragt werde, ob das was kostet. Entsprechend werde ich bald auf die Community-Page einen Post machen, wo ihr ein paar Spiele vorschlagen könnt. Entsprechend freut euch schon mal drauf und macht euch mal so ein paar Gedanken, was ihr in so einem richtig langen Stream schon immer mal sehen wolltet. Daher danke ich für eure kurze Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann hoffentlich baldigst wieder, spätestens am 26.12. Und weiter geht's mit dem Video. Good Games Kalender Nummer 20. Eigentlich wollte ich heute über das Spiel reden, aber weg mit dem Trash. Als ich heute den 100-Stunden-Stream-Trailer geschnitten habe, habe ich nämlich ein kleines Spiel wieder gespielt, wo ich mir dachte, das war leider echt richtig gut. Und das verdient den Platz irgendwie viel mehr als Last of Us, obwohl Last of Us echt richtig nice ist. Gute Story, gute Grafik, immens gutes Voice-Acting, krass erzählte Geschichte und im Survival-Modus ist Last of Us einfach ein richtig, richtig gutes Stealth-Spiel einfach. Es ist so ein gutes Spiel, aber trotzdem ist das, was ich vorstellen möchte, mir wichtiger, dass ich es vorstelle, als eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Die Rede ist von Stardew Valley. Normalerweise würde ich ja meine Packung jetzt hier hinhalten, aber ich hab's leider nur digital. Aber keine Sorge, die Packung ist geordert, sie kommt irgendwann an, hoffe ich. Stardew Valley, Alter, mega gutes Spiel. Wer mein Harvest Moon Video von vor 100 Jahren schon mal gesehen hat, der wird wissen, dass ich so ein bisschen Farmfanat bin. Es vielleicht nicht mehr so mega aktiv spiele, wie ich mir noch wünschen würde, aber nichtsdestotrotz ist es ein ziemlich gutes Genre eigentlich. Und besonders nachdem Harvest Moon Light of Hope so übelst am Enttäuschen war, dachte ich mir so, was scratcht jetzt meinen Farming-Itch, dass ich so ein bisschen Farmer-Gameplay playen kann, um meine Farm zu developen und einfach mega die harten Animals zu getten und so. Auf jeden Fall wusste ich schon von Stardew Valley, dass es echt richtig, richtig gut ist. Und diverse Leute haben mir auch empfohlen, dass ich es einfach mal spielen sollte. Und dann dachte ich mir so, wisst ihr was, so viele Leute von mir mögen Animal Crossing, was so eine Lebenssimulation ist. Vielleicht mögen sie auch Stardew Valley, was ja auch so ein bisschen Lebensfarm-simulationsmäßig ist. Und holy shit, mochten die Leute Stardew Valley. Und ich mochte es ehrlich gesagt auch echt gerne. Und ich mag es ehrlich gesagt mehr als Harvest Moon. Was ist eigentlich mit diesem kleinen Ringel hier los, Alter? Das ist echt richtig nervig. Doch, worum geht's in Stardew Valley eigentlich? Das ist relativ fix erklärt. Es geht einfach darum, wir sind ein Arbeitssklave, der sich in einer großen Firma keinen Namen gemacht hat und einfach jeden Tag vor sich hin vegetiert, bis wir plötzlich den Brief unseres verstorbenen Opas kriegen, in dem drin steht, dass wir eine Farm geerbt haben. Also sagen wir unserem Boss, ich kündige und ziehen aufs Land und werden Farmer. Und hier beginnt eine Storyline, die so episch ist, dass selbst Herr der Ringe anfängt eifersüchtig zu werden. Ihr habt die Auswahl zwischen 6 Waifus und irgendwie 5 Husbandos und ihr könnt alle heiraten, die ihr möchtet. Ihr könnt mit allen Kindern kriegen und ihr könnt einfach euch selbst einen Hausgeist als Sklaven holen, glaube ich. Also es gibt in dem Spiel viel zu tun. Und das ist halt so das, was lustig daran ist. Es ist eigentlich ein Farming-Simulator. Das bedeutet, es ist eigentlich das Ziel des Spiels, dass ihr super viel Stuff anbaut, das aberntet, daraus Geld macht, damit ihr noch mehr Stuff anbauen könnt, um es abzuernten und noch mehr Geld zu machen, um euch irgendwann Tiere zu kaufen, welche dann auch Stuff produzieren, welches ihr wieder verkaufen könnt und noch mehr Geld zu machen. Doch lustigerweise geht es in dem Spiel eigentlich gar nicht zentrismusial gesehen ums Farm, sondern darum, dass man ganz viel Geld macht. Und man kann auf sehr viele verschiedene Arten in diesem Spiel ganz viel Geld machen. Ihr könnt zum Beispiel einfach euer ganzes Spiel damit verbringen, dass ihr einfach nur fischen geht und einfach richtig viel Geld durch Fischen macht. Oder dass ihr in die Mine geht und einfach richtig viel Geld dadurch verdient, dass ihr die ganzen Erze aufsammelt und die dann verkauft. Doch am schnellsten geht's natürlich durch das Ernten und das Anpflanzen und das bockt einfach richtig doll. Was mich halt bei Harvest Moon schon seit Ewigkeiten stört, ist, dass alles immer so mega lange dauert. Ihr pflanzt was ein, das heißt, ihr bekommt eine Animation, wo ihr erst den Samen rausholt und dann reinpflanzt und dann nochmal zutopft und dann topft, tupft, klopft, klopft. Und das dauert halt gefühlt 5 Sekunden. Und das klingt jetzt nicht nach viel. Man würde jetzt sagen, meine Güte, 5 Sekunden, das ist doch, die gehen doch vorbei wie nix. Und dann machst du das 10 Mal und dann sind schon 50 Sekunden vergangen. Und hast du schon eine Minute deines Lebens dabei verschwendet, einer Figur zuzugucken, wie sie
einen Samen in den Boden haut. Und in Stardew Valley geht das so zack, 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 zack. Ihr drückt auf den Knopf, shit ist eingepflanzt. Könnt es bessern, dauert keine 20 Sekunden, sondern dauert nur eine. Es ist literally in dem Moment eingepflanzt, wo ihr auf den Boden klickt. Und das ist richtig nice. Es ist so flott und das ist einfach das, was Stardew Valley von Harvest Moon unterscheidet. Es spielt sich einfach so flott und schnell und es geht so gut von der Hand. Ihr steht morgens auf, nach 3 Minuten ist eure ganze Farm-Stuff erledigt und ihr denkt so, ach, voll gut, jetzt habe ich den Rest des Tages frei, um den mit meinen Waifus zu verbringen. Und das macht das Spiel halt auch so mega gut, diese ganzen sozialen Events, die es gibt. Halt, jede Person hat irgendwie 12 Herzen oder so, die man vollkriegen kann und irgendwie alle 2 Herzen gibt es einen sozialen Event mit dieser Person, wo ihr einfach die Person ein bisschen besser kennenlernt, wo ihr kennenlernt, wie sie drauf ist, was in der Vergangenheit so passierte, worauf sie sich in der Zukunft freut und halt jeder Charakter in diesem Spiel hat eine Backstory, Alter. Und die sind teilweise richtig ernst, Mann. Halt, ich habe damals Shane geheiratet, weil Bart. Und Shane ist einfach ein Alkoholiker, Mann. Und er mag Hühnchen, aus irgendwelchen Gründen. He loves the cock. Und es ist einfach, es ist so krass zu sehen, wie man sich mit diesen Pixelfiguren nähert, sie einem die Lebensgeschichte erzählen, man mehr über sie dann lernt und dann auch langsam so ein bisschen mitfühlt, aber auch bei dem Weg dabei ist, wie sie versuchen, sich zu bessern und doch diesen Sprung dann irgendwie hinkriegen. Das ist halt echt gut gemacht und ist echt süß erzählt und das ist echt richtig, richtig schön. Das ist irgendwo auch echt süchtig machend. Ich muss mehr Leute kennenlernen. Und wie gesagt, es gibt halt super viel Stuff, was man machen kann. Ihr könnt halt entweder eine ganze Farm aufbauen und ganz viel Stuff machen. Ihr könnt halt in die Mine gehen, welche auch irgendwie 100 Ebenen hat, um dann eine zweite Mine freizuschalten, welche nochmal 100 Ebenen hat, um noch eine dritte Mine freizuschalten, die auch nochmal 100 Ebenen hat. Also wer Bock auf ein bisschen Abenteuer, Schwertschlagmäßig hat, der kann auf jeden Fall auch da richtig, richtig was machen. Und ihr könnt halt einfach auch zu einem Zauberer gehen und zaubern lernen. Es ist halt einfach, die Möglichkeiten in diesem Spiel sind einfach riesig, riesig, riesig groß. Und das ist so Wahnsinn einfach, wie Content dieses kleine Spiel einfach hat, welches von einer einzigen Person entwickelt wurde. Okay, zugegebenermaßen, in den späteren Patches kamen dann noch ein paar mehr Leute dazu und das wurde dann auch echt feature-rich. Also es gab dann auch irgendwann noch ein Multiplayer-Update, wo ihr das mit 4 anderen Leuten, oder beziehungsweise insgesamt zu 4, auf einer Farm spielen könnt, was halt auch mega cool ist, was ich noch nicht geschafft habe, weil ich nur mit Trolls zusammen gespielt habe. Aber das Prinzip dahinter ist eigentlich ziemlich nett. Und als ob das noch nicht reicht, das Spiel sieht übelst hübsch aus, okay? Das ist unnormal, wie schön das einfach ist. Es nutzt einen Pixelstil, wie man vielleicht sieht. Und der sieht einfach so schön aus. Die Farben sind einfach mega hübsch. Es wuschelt so ein bisschen hin und her, wenn man da durchs Gras läuft. Das ist einfach übelst satisfying, das zu machen. Es steuert sich voll gut und halt auch, wenn ihr was aberntet, droppt das halt so schön auf den Boden. Allein die Animation, wie es auf den Boden fällt, das ist so, dieses Spiel ist einfach maximal satisfying und so werden Drogen gemacht, Alter. Und jetzt, ob das noch nicht reicht, die Musik ist ebenfalls richtig, richtig gut. Sie ist einfach so entspannt, geht einfach mega ins Ohr. Ich meine, das ist nur Doodle-Musik, aber das ist richtig gute Doodle-Musik. Und ja, das alles zusammengepackt mit dem krass guten, süchtig machenden Gameplay, was einfach so satisfying ist zu spielen, mit der Grafik, die so satisfying ist, die anzugucken, mit der Musik, die einfach nur gedudelt ist, aber trotzdem richtig satisfying ins Ohr geht, hat man hier ein kleines Indie-Spiel, welches 20 Euro kostet, aber welches so süchtig macht, dass man es einfach 100 Stunden am Stück spielen muss. Okay, ich glaube, ich bin bei 60 Stunden, habe 2 Ingame-Jahre und ey, ich muss sagen, das Spiel hat mich aber auch nicht in Gedanken verlassen. Es war immer so wieder so ein bisschen mit drin, weil ich immer wieder gesehen habe, okay, es kam ein neuer Patch raus, es kam neuer Content raus, es wurde wieder irgendwas mit reingepackt und wieder irgendwas verbessert. Und besonders am PC besitzt das Spiel ja, glaube ich, auch Mod-Support und es gibt einfach eine Trilliarde Mods. Das ist einfach so gut. Ich muss leider ein neues Let's Play dazu anfangen, weil ich wirklich, wirklich Bock darauf habe. Aber ja, ich glaube, mehr habe ich zu dem Spiel auch gar nicht zu sagen. Es ist halt, wie gesagt, gutes Gameplay, gute Grafik, gute Musik, süchtig machendes Spiel einfach und besser als Harvest Moon. Daher ja, postet doch mal in die Kommentare, was ihr von Stardew Valley haltet. Sagt ihr auch, ist ein mega gutes Farming-Spiel, ist einfach auch das beste Farming-Spiel, weil es ist einfach so. Oder gibt es vielleicht sogar ein Farming-Spiel, welches ich unbedingt mal ausprobieren sollte, weil ich es noch nicht getan habe, welches einfach so viel besser ist als Stardew Valley? Dann auch unbedingt in die Kommentare damit. Und schreibt, ob ich nochmal ein Let's Play dazu anfangen sollte, weil ich habe einfach mega Bock drauf. So ein bisschen PC mit Mods, voll gut.
4K, 60 FPS, maximale Details. Auf jeden Fall, bevor das noch länger wird und ich mich eh nur im Kreis drehe, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es mit dem eigentlichen Plan weitergeht, weil jetzt habe ich nur noch richtig gute Spiele eigentlich. Im Gegensatz zum restlichen Kalender. Ah, fuck, Cellphone. Bye!